Hallihallo, Grandos Gaming hier mit einer weiteren Folge Stardew Valley. Wie am Ende der letzten Folge angekündigt, wir gehen heute auf die Ingwerinsel. Ich will gucken, ob ich die letzten zwei goldenen Walnüsse finde. Also abgesehen von den fünf Stück von Meerjungfrauen-Rätsel. Da brauchen wir erst Regenwetter dafür. Aber zwei fehlen noch. Ich habe eine ziemlich umfangreiche Karte gefunden. Ich hoffe, damit ist es uns möglich, das zu finden, weil ich habe auch keinen Überblick mehr, welche ich schon habe und welche nicht. Deswegen werden wir da hingehen und ich habe den Plan, dass ich dann zuerst mit dem Papagei laber und gucke, ob der uns was zu sagen hat und der uns vielleicht ein bisschen Aufschlüsse geben kann, was fehlt. Wenn das nicht funktioniert, probieren wir es mit der Karte. Weil, wie gesagt, uns fehlen sieben Stück und fünf davon kriegen wir von der Meerjungfrau. Das heißt, zwei sind irgendwo noch offen. Habe ich, glaube ich, vor zwei oder drei Folgen schon erwähnt, als wir da waren. Wir werden es probieren. Ich will es hinkriegen. Wir brauchen eh für die Perfektion brauchen wir eh die ganzen Walnüsse. Also von dem her. Ich will es nicht nur hinkriegen, ich muss es hinkriegen, sonst wären wir ja nicht fertig. Aber jetzt machen wir erstmal, ich habe ja schon angefangen, wir machen erstmal die Tiere fertig, alles fertig machen hier. Wir machen die Tiere fertig und ich mache die Tiere fertig. Und ich laber schon wieder komisches Zeug, ich weiß nicht. Am besten hört er einfach wieder weg, ne? Ja, gut, weiter geht's im Programm. Solange wir noch können. Solange ihr noch da seid, bevor ich euch wieder mit meiner komischen Laberei hier vergraule. Ja, ups, das will ich behalten. Dankeschön. So, Ziegenmilch, die wir machen wir da rein. Ups. So, jetzt. Noch eine. Ich bin wieder ein bisschen durch den Wind. Ich glaube, mein Kaffee ist zu stark. Daran könnte es liegen. Ich bin hibbelig. Bin hibbelig, bin hibbelig. Ja, ich will es hinkriegen heute. Ich will es hoffentlich schaffen, die letzten goldenen Walnüsse zu finden. Dann können wir das irgendwann von der Liste abhaken. Und wir müssen noch in Mr. Keys Walnusszimmer gucken, obwohl heute ist Samstag, das bringt nichts. Weil irgendjemand hatte mir geschrieben, am Samstag oder nee, am Sonntag oder Montag oder so resettet es, genau wie das komische Brett in der Stadt. Das heißt, wenn ich da sonntags oder montags hingehe und die Quest annehme, habe ich mehr Zeit für diese Quest. Also nicht so wie letztes Mal, wo ich dachte, oh mein Gott, ich habe für die Mine nur 2 Tage Zeit und bin dann mit Treppen da reingestürmt. Wer dabei war, weiß Bescheid. Das gefällt mir jetzt aber nicht so, dass ihr mir eine Batterie gegeben habt, Leute. Ich brauche eigentlich einen Drachenzahn, das wäre sehr nett. Aber ganz schnell, Mensch. Müsst euch mal ein bisschen ins Zeug legen jetzt hier. Liebe Rochen. Liebe Stachelrochen. 202 Trüffelöl. Da geht was. Menschenskinder. Da geht gut was. Hier geht noch nicht so viel, obwohl da oben die Peperoni sind fertig. Okay. Ich bin verwirrt. Ich dachte, die Radieschen wären nach 4 Tagen fertig. Wann habe ich dann das Zeug gepflanzt? Habe ich Lack gesoffen? Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht. Da habe ich mich vertan. Habe ich gar keine gekauft. Ich habe safe welche gekauft. Ich habe doppelt und dreifach gecheckt. Die Peperoni nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Vielleicht waren die auch so schnell ready. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe mich mal wieder selbst verwirrt. So, nehmen wir noch 15 raus. Und gleich nachfüllen. Ups. Dann gehen wir jetzt aber weiter, sonst stehen wir hier den ganzen Tag an den Erntemaschinen. Zack. So, hier müssen wir noch Lava-Alleich rausnehmen und hier wieder einfügen und dann geht weiter im Programm. Dann bringen wir jetzt noch schnell das ganze Zeug wieder in irgendwelche Kisten und in den Kühlschrank und dann gehen wir los. Da gehen wir los und da hoffe ich, dass wir bald mal den Obelisken gebaut kriegen für die Ingwerinsel. Dann geht das alles ein bisschen schneller. Mensch. Ist schon kein Zustand. Die Rumeierei hier. So, wie viel Peperoni brauche ich? Wo ist die schlaue Liste? 3. Habe ich echt nur 3 gekauft? Achso, ja, stimmt, die wachsen nach, deswegen. Gut, wir hätten es auf jeden Fall schon mal. Ich habe es schon mal abgestrichen. Wir werden nochmal ein paar hier reinflacken wahrscheinlich. Wieder falsche Taste gedrückt, das kann ich am besten. So. Ich will mir noch das Wetter an. Ne, ich habe das Wetter angeguckt, letzte Folge. Wir kriegen morgen Gewitter und auf der Ingwerinsel Sonne. Ist natürlich ärgerlich, dass ich auf der Ingwerinsel jetzt immer Sonne kriege, wenn ich dieses Meerjungfrauen-Rätsel machen will. Das ist schon ein bisschen doof.
Die Ingwerinsel mag mich nicht so, habe ich das Gefühl. Und die Stachelrochen auch nicht, weil hätten die mir jetzt einen Drachenzahn gegeben, hätten wir den Obelisken und dann wären wir ratzfatz da drüben. Zack, zack. Oh, euch zwei schenke ich noch eine Erdbeere. Jess mag safe Erdbeeren. Könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Jess hasst doch keine Erdbeeren. Das kann nicht sein, das ist unmöglich. Das ist unmöglich, ist das. Oh, jetzt kommt Leo auch noch angewackelt. Ist das ein Geschenk? Oh. Manchmal suche ich nach Flusskrebsen, sagt Tante Mani nichts. Sagt Tante Mani nichts, aber ich hab mal einen an eine Kuh verfüttert. Sie fand es lecker. Ey, ja, klar, hast du sie gefragt. Sag jetzt bloß, die hat es nicht gemocht. Ich dachte, sie hat es gemocht. Wie kann man keine Erdbeeren mögen? Danke, sieht nett aus. Hallo, die Berge sehen heute schön aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Immer. Ich habe sie zwar noch nicht angeguckt, aber ja. So, wir gehen jetzt aber weiter. Wir fangen jetzt nicht an, Geschenke zu verteilen. Ich will auf die Ingwerinsel. Mensch, ich brauche die ganze Zeit da. Jede Sekunde, die nötig ist, werde ich brauchen. Wir ziehen auch gleich schon mal zwei Espresso hoch. So, Willy ist nicht da, aber ich kann zaubern. Zack, da ist er. Ne? Und Abfahrt und Ankunft. Mm. Lecker Käffchen, Mensch. So was Feines immer. Muss sein. Ich sag's euch, das muss sein. So, jetzt gehen wir. Wir gehen, glaube ich, gleich mit dem Papageien-Express in den Dschungel. Da gucken wir mal, was uns der allwissende Papagei zu erzählen hat. Ob er uns irgendwas zu erzählen hat. Ich weiß nicht, ob er uns über alles Aufschluss geben kann. Das Blöde ist natürlich jetzt, wenn er wieder das Dings erwähnt. Eine auf dem Hof im Westen wachsen. Was, echt? Habe ich echt noch eine offen, wenn ich Dinge auf dem Hof wachsen lassen muss? Ist das jetzt euer Ernst? Ich hätte gedacht, ich hätte alle fürs Wachsen lassen von Dingen. Ey, jetzt bin ich wieder komplett durch Wind. Ja gut, das erklärt einiges. Dann müssen wir wohl noch irgendwas anpflanzen auf dem Hof. Aber halt wahrscheinlich direkt auf dem Hof. Dazu muss ich aber Bäume loswerden. Ah ne, hier oben habe ich noch Platz. Weiß noch nicht wie viel. Ich sehe nichts. Ich muss glaube ich doch Bäume loswerden. Aber ist halb so wild. Weg damit. So, jetzt haben wir Platz. Schauen wir uns die Geschichte mal an. Horst Manfred, bitte. Das ist echt. Kerl, hallo. Das ist doch so ervogelig, das. So wie der Papagei da. So. Ja, wir packen Rio-Sprinkler mitten rein hier und pflanzen irgendwas an, was nicht so lange braucht eventuell. Wenn wir Glück haben, finden wir da was. Packen wir mal hier hin und machen noch eine Reihe. Vogelscheuchen brauchen wir jetzt zum Glück keine. Habe ich mir ja schon mal von euch sagen lassen. So, was pflanzen wir denn? Ups, da hat die Tür geknallt. Taro-Wurzel. Achso, nee, geht nicht. Ich hab nix. Dann gehen wir jetzt zurück und kaufen irgendwas, was nicht lange wächst. Ha. Schwupps, das machen wir. Das machen wir. Jetzt ist das Pferd natürlich nicht hier. Und ich habe die Ingwerinsel Musik mit dem Wellengang auf meinem Hof. Das ist auch schön. Habe ich noch nie erlebt. Hört ihr die Wellen mitten auf dem Land? Ist doch schön, ist das. So, jetzt muss ich aber flitzen. Damit wir dann nochmal hinkommen. Ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass mir noch eine fehlt beim Abbauen auf dem Hof, Mensch. Ich hätte gedacht, die hätte ich alle. Ho. 12, 11, 13, 5. 4 Tage für Weizen. 6 Tage Radieschen. 8 Tage. Ich muss irgendwas pflanzen, was ich wahrscheinlich abbauen kann, ne? Also irgendwie Radieschen oder sowas. Nehmen wir mal 25 mit. Die schmeißen wir dann einfach wieder in die Saatgutmaschine und machen uns nochmal welche draus. Wenn wir welche brauchen, vielleicht reicht's auch. Kann auch sein. Krass, das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Also damit hatte ich am wenigsten gerechnet, dass da noch eine fehlt.
Ich habe doch da auch mal so viel Weizen angepflanzt. Habe ich da echt so viel Pech gehabt, dass sie nicht dabei rauskam? Also wenn der Papagei das sagt, muss ja was dran sein. Jetzt steht irgendwo ein eigenes Pferd im Weg, das ist schön. Willi denkt sich wahrscheinlich auch so, wo bist du hergekommen? Ich habe dich doch gerade eben erst rübergefahren. Dann fahre ich dich halt nochmal rüber für einen Tausender. Der verdient sich auch sein Monatsgehalt an uns. So, was haben wir hier? Oh, ein Diamant. Ein Glücksring auch noch. Nice. Schön. Sehr schön. Gut, aber wenn wir eine auf der wenn hier eine auf der Farm fehlt, fehlt irgendwo noch eine. Dann müssen wir doch noch in die schlaue Liste gucken. Da müssen wir echt mal gucken. Ich weiß nicht wo, ich weiß nicht wie. Ich habe keine Ahnung, liebe Leute. Ich bin überfragt. Ganz offiziell. So, das hätten wir. 6 Tage habe ich gesagt. Nee, also am 15. ist das Zeug fertig. Ich glaube, wir hauen die Bäume auch noch weg hier. Dann haben wir wieder ein bisschen größeres Sichtfeld auf dieses Stück Land hier. Ja, wie gesagt, wenn hier die Dings kommt, die Sternfrucht kommt, ist hier eh Essig mit den Bäumen, ne? So. Und hier immer noch das ganze Zeug eigentlich von den Bäumen runterrupfen, aber jetzt gerade nicht. Bisschen noch was einlagern noch hier. Glücksring nehmen wir mit. Wie schaut's denn aus? Jetzt passt mal auf, passt mal auf, passt mal auf. Da ist eine, da ist. Ich glaube, ich habe es schon gefunden. Ich glaube, ich habe es gefunden. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Wollt ihr mich echt veräppeln? Das ist mir ganz neu. Nee, da war ich. Ach nee, die hab ich. Da geht's schon los. Ich kann mich schon nicht mehr dran erinnern, Mensch. Aber hier habe ich auch schon gebuddelt. Ja, das war klar. Hier haben wir letztes Mal gebuddelt. Hier kann man auch buddeln. Hier auch nochmal irgendwo, glaube ich. Hier haben wir auch. Das ist sehr doof. Jetzt habt ihr wahrscheinlich ein Standbild, weil ich den Bildschirm geswitcht habe. Das tut mir leid. Bin gleich wieder für euch da. Oh Mann. Ja, hoffentlich ist das mit dem Standbild nicht zu heftig. Tut mir sehr leid, wenn doch. Ich versuche es minimal zu halten und gering zu halten, okay? Hier haben wir auch alle auf jeden Fall. Die haben wir auch. Die hier hinten dran haben wir sowieso schon. Hier habe ich auch mal gebuddelt. Ups. Hier habe ich gebuddelt. Hier haben wir sie aus dem Baum rausgeschossen. Meine Nase juckt gerade wie doof. Das gibt's doch nicht. Hier ist auch eine gewesen. Die haben wir auch gebuddelt. Die haben wir geholt. Da drin ist auch noch eine, aber da waren wir, gell? Da drin, oder? Ach so, nee, das ist die. Sorry, das ist die. Hier habe ich auch gebuddelt. Ja, schön. Ist ja auch gar nicht stressig mit den Dingern. Nö, nö. Ja, dann wären wir den Teil der Insel durchgegangen. So ziemlich. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Karte. Karte Renade. Runter, runter. Das haben wir auch. Da waren wir auch. Hier auf dem Tigerhügel. Ich glaube, hier haben wir auch alles, oder? Ich glaube, wir gehen. Was ist denn oben? Oben waren wir jetzt gerade. Ist das nervig? Ich sag's euch. Ich habe keine Ahnung. Oh. Ja, wenn nicht, gehen wir jetzt. Wir gehen jetzt mal hier rüber und gucken auf der Seite. Also bei der Farm. Ob ich da wirklich noch irgendwo was verschwitzt habe. Ups, nicht den Hafen. Jetzt habe ich es falsch angeklickt. Naja. Da gehen wir halt nochmal Fliege. So, Hof. Tut mir sehr leid, Leute. Ja, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. So, ich bin wieder da. Tut mir wirklich leid, aber ich krieg's gerade anders nicht mehr hin mit diesen ganzen Erden, mit den ganzen Walnüssen. So, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier. Hier ist eine. Nee, hier ist keine. Stopp, ich bin falsch. Ich muss erstmal über die Brücke. Mensch. So, hier ist das Affenrätsel. Da war eine. Dann haben wir hier eine, da habe ich aber auch gebuddelt. Ups. Ach Mensch. Nervt nicht. Hier ist noch eine anscheinend hinterm Baum. Die haben wir auch. Bin gleich tot. Von den Schleimen kriegt man eine. Die haben wir. Hier war eine bei Key.
da oben raus war auch eine, die haben wir auch geholt. Ich weiß nicht. Hier. Ich bin so verwirrt. Die bei Birdie haben wir auch. Also hier. Maximal verwirrt. Höchstens, ups, da unten. Nee, da unten müssen wir auch alle haben. Hier und hier, oder? Die haben wir auch. Die in dem Kreuz haben wir sowieso. Da ist sogar immer noch umgebuddelt. Da oben könnten Steine liegen. Da waren wir aber auch schon hier bei denen. Ja, was fehlt denn dann? Den haben wir auch gemacht. Sind es vielleicht noch die Miesmuschelblöcke? Oder hier? Aber hier habe ich auch, oder? Ich bin komplett verwirrt. Irgendwo versteckt sich eine goldene Walnuss und ich weiß es nicht. Oh, da müssen wir vielleicht warten, bis der Papagei uns Aufschluss drüber gibt. Kann ja fast nicht sein. Die hier haben wir auch da oben. Da war eine. Die haben wir auch ausgebuddelt. Nicht höchstens da, ist da unten noch eine? Nee. Im Schiffswrack. Aber das im Schiffswrack habe ich sicherlich auch schon geholt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ah ja. Ich bin komplett verwirrt. Ich glaube, ich muss noch mal kurz ins Walnusszimmer und noch mal genau gucken, was fehlt. Also die eine von der Farm. Und da müsste eigentlich noch eine fehlen. Oder ich kann nicht mehr rechnen. Das könnte natürlich auch sein, dass ich vergessen habe, wie man rechnet. Ja. Goldene Walnüsse 123 von 130. Das sind 8 Stück von der Meerjungfrau, sind 128. Da fehlen 2. Eine von der Farm, dann fehlt eine. Und ich weiß nicht wo. Komisch. Ich muss noch mal ganz kurz switchen auf dem Bildschirm. Tut mir sehr leid, wie gesagt. Das kann ich so oft sagen, wie ich will. Es tut mir wirklich leid. Die bei Leo habe ich doch safe auch alle geholt, ne? Bei dem Rätsel habe ich auch geholt. Piratbucht haben wir, glaube ich, auch. Horn. Dann ist es vielleicht noch im Vulkan-Dungeon. Ich bin verwirrt. Wir warten, was der Papagei sagt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Wir gehen jetzt auf jeden Fall nach Hause. Hätte ich gesagt. Ja, dann, wir warten jetzt einfach. Wir warten, bis wir die Radieschen da fertig sind. Oder bis wir den Papagei. Dann wird uns wahrscheinlich nächstes Mal schon was anderes erzählen, vielleicht. Wir müssen nicht unbedingt warten, bis die Radieschen fertig sind. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Also, ich glaube jetzt nicht, dass ich irgendwo eine übersehen habe, die. Oder dass eine abhanden gekommen ist, glaube ich auch nicht. Das geht ja wahrscheinlich gar nicht. Schätze ich mal. Wir werden es hinkriegen. Ich mache mir jetzt keinen zu großen Kopf drüber. Oder aus der goldenen Kokosnuss vielleicht? Haben wir da mal eine rausbekommen? Ups. Da habe ich 4 Stück. Vielleicht ist das das Rätsels Lösung. Wir werden mal das im Hinterkopf behalten. Also ich. Und das heißt, ich werde es vergessen. Ne? Wie immer. So, das Zeug kommt noch weg. Und dann ist für heute Essig. Ja, leider hat es nicht funktioniert mit den mit den Erdnüssen schon wieder. Ich weiß nicht, was ich mit Erdnüssen habe, Mensch. Ups, stopp. Ich weiß nicht, was es mit mir und den Erdnüssen auf sich hat. So. Wir gehen jetzt auf jeden Fall ins Bett, liebe Leute. Wir gucken nochmal in den Wetterbericht für morgen. Ja, genau, das war Gewitter und Sonne. Exakt. So, ab ins Bettchen. Da hätte ich gesagt, gutes Nächtle. Für heute ist fertig. Jetzt haben wir wieder Sonntag. Das heißt, wir müssen wieder die Kochsendung gucken. Und alles drum und dran. Jetzt gucke ich ganz kurz nochmal in den Wetterbericht für den nächsten Tag, damit wir wissen, wann es regnet. Das könnte natürlich auch sein, dass die Meerjungfrau uns vielleicht 6 Stück gibt, aber ich halte das für unwahrscheinlich. Wetterbericht. Wieder Sonne. Na toll. Gut. Dann gehen wir jetzt vor die Tür. Das Eingemachte ist auch fertig. Sehr schön. Ja, da hätte ich gesagt, wir gehen morgen noch mal kurz auf die Ingwerinsel und schauen, ob der Papagei was anderes zu sagen hat. Eventuell haben wir auch den Drachenzahn und können den Obelisken bauen, dann geht die Sache schneller. Ich will wissen, was der uns zu sagen hat. Ob der noch irgendwas weiß. Wahrscheinlich weiß er schon noch was, der gute Papagei. Aber lasst das meine Sorge sein. Macht's euch lässig wie immer. Ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für euren Support. Ihr seid megamäßig geile Menschen. Ich hoffe, ihr bleibt so geil oder werdet noch geiler. Jeden Tag ein kleines bisschen geiler werden. Das würde mich megamäßig freuen.
Vielen Dank an alle Zuschauer und herzlich willkommen an die neuen Zuschauer. Es sind wieder ein paar Abonnenten reingetrudelt, deswegen mal wieder ein herzliches Willkommen. Ich hoffe, ihr integriert euch gut. Hier beißt niemand, soweit ich weiß. Bis jetzt ist noch nichts vorgekommen. Ich bin jetzt wirklich raus, ich laber nicht viel länger. Schaut gerne mal auf dem Kanal vorbei, wenn nicht, dann bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, bleibt so geil, habt einen geilen Tag. Ciao, ciao.